Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Courage Skyline Talk. Heute zum Thema Journalistinnen-Interview. Egal ob nun für TV, für Print oder für Radio, heute möchte ich Ihnen gerne einige Tipps geben, wie Sie gut durch jedes Interview kommen bzw. gut vorbereitet sind. Ruft ein Journalist bei Ihnen an und sollten Sie tatsächlich direkt selber am Telefon sein, wäre mein erster Tipp, gewinnen Sie etwas Zeit. Es ist nicht erforderlich, dass Sie sofort in dem Moment alle seine Fragen beantworten, sondern fragen Sie ihn erstmal, für welchen Titel, für welches Medium ist er aktiv, über welche Themen berichtet er üblicherweise, wie ist er auf Sie gekommen, was sind die Hintergründe und ob es für diesen Beitrag eine Deadline gibt. Wenn Sie es geschickt anstellen, vielleicht gelingt es Ihnen auch, dem Journalisten schon die ein oder andere Frage zu entlocken, was er wissen möchte, um sich dann dem Folgenden entsprechend vorzubereiten. Das wäre mein erster Tipp. Und dann sagen Sie dem Journalist, dass Sie sich natürlich umgehend bei ihm melden werden in der nächsten halben Stunde, dass Sie aber kurz intern Rücksprache halten müssen oder ein anderes Meeting haben und ihn dann direkt kontaktieren werden. Das wäre somit schon mal die erste Hürde, die so überwunden ist. Im zweiten Schritt kontaktieren Sie Ihren Pressesprecher. Wenn Sie keinen Pressesprecher haben, kontaktieren Sie Ihre PR-Agentur oder Ihren PR-Berater. Und wenn Sie keine PR-Agentur oder einen PR-Berater haben, dann möchte ich Ihnen im Folgenden einige Tipps geben, wie Sie dennoch gut durch das Interview kommen können. Im ersten Schritt erst einmal, wenn es Ihnen gelungen ist, tatsächlich dem Journalisten einige Fragen zu entlocken, was er wissen möchte, dann betrachten Sie sich diese Fragen auch vor dem Hintergrund, was ist Ihre aktuelle Situation? Gibt es vielleicht eine Krise? Sind Informationen nach draußen gedrungen, die so nicht hätten nach draußen dringen sollen? Oder steht ein neuer Produktlaunch bei Ihnen im Hause an und hat der Journalist darüber etwas erfahren? Sind Sie vielleicht gehackt worden oder gibt es einen Shitstorm draußen? Sind Umweltfolgen Ihres Unternehmens aktuell diskutiert, in den Medien zu hören? Also es gibt sehr, sehr viele Gründe natürlich, warum ein Journalist auf Sie zukommen könnte. Auch persönliche Gründe, vielleicht hat er über Sie gehört, vielleicht haben Sie eine neue Aufgabe übernommen. Auch in diesem Fall konnte ein Journalist natürlich auf Sie zukommen. Diese Fragen sollten Sie dann kritisch unter diesem Hintergrund eben auch erst einmal betrachten und überlegen, welche anderen Gruppen, welche Stakeholder eventuell von den Antworten betroffen sein könnten. Das sind einmal intern natürlich Ihre eigenen Mitarbeiter, das können aber auch externe Kunden sein, das sind Lieferanten sein, das können die Banken sein, die Community. Also all diese Gruppen gilt es zu berücksichtigen, wenn Sie diese Fragen konkret beantworten. Im Weiteren würde ich Ihnen empfehlen, überlegen Sie sich drei Punkte, die Ihnen wichtig sind, die Sie über sich oder Ihr Unternehmen in den Medien erfahren möchten. Das könnte zum Beispiel sein, wofür steht Ihr Unternehmen, was ist die große Stärke Ihres eigenen Unternehmens oder wenn die Frage Sie persönlich betrifft, wofür stehen Sie, was ist Ihre eigene Positionierung. All dies sind Dinge, die den Journalisten natürlich interessieren und die für Sie wichtig sind. Drei Punkte würde ich Ihnen in diesem Zusammenhang tatsächlich empfehlen. Und überzeugen Sie durch Expertenwissen. Der Journalist ist ja auf einen bestimmten Grund auf Sie zugekommen, weil er etwas wissen möchte von einem Experten wie Ihnen. Deswegen punkten Sie mit Ihrem Expertenwissen. Das schafft Autorität und gibt Ihnen Kompetenz nach außen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, antizipieren Sie Fragen, die der Journalist haben könnte in dem Gespräch. Dies ist häufig der schwierigste Punkt, aber ich möchte Ihnen hierzu auch einige Tipps geben, wie Sie dennoch das Gespräch sichtbar meistern können. Vermutlich kennen Sie schon die 6 W-Fragen. Das ist nämlich was, warum, wer, wann, wo und wie. Wenn Sie diese 6 Fragen entsprechend vorbereiten, dann sind Sie eigentlich auf jedes Gespräch vorbereitet. Ja, und ich möchte Ihnen auch sagen, in welcher Reihenfolge der Journalist diese Frage zumeist stellen wird. Denn Journalisten haben doch eine Eigenart. Sie stellen sehr häufig sehr ähnliche Fragen. Ich würde mal fast darauf wetten, dass die erste Frage, die der Journalist Ihnen stellen wird, ist,
was? Was ist passiert? Denn er hat ja irgendwas gehört. Entweder gab es einen Shitstorm, wie wir gesprochen haben, oder eine Information zu einer Krise ist nach draußen geleakt, gedrungen, oder ein neues Produkt steht an. Also er will erstmal wissen, was ist passiert. Und auf den danach wird er natürlich wissen wollen, warum? Warum ist es passiert? Warum ist ein Shitstorm passiert? Warum sind Sie gehackt worden? Warum wollen Sie ein neues Produkt launchen? Oder warum steht eventuell ein Managementwechsel an? Das dürfte die nächste Frage sein, die Sie entsprechend vorbereiten sollten. Immer unter der Prämisse auch, welche andere Zielgruppen von dieser Antwort betroffen sind, berücksichtigen Sie die Stakeholder, welche Wirkung Ihre Antwort eben für diese Gruppen auch hat. Dann die dritte Frage wäre schon, wer? Wer ist konkret betroffen durch das, was passiert ist? Auch ganz wichtiger Punkt. Und danach würde ich vermuten, dass die nächsten Fragen sind, wann ist es natürlich passiert? Wie ist es passiert? Und wo ist es passiert? Also die sechs Fragen sollten Sie sich entsprechend vorbereiten, wir haben sie an der Stelle auch nochmal eingesupert, dann sind sie eigentlich für jedes Gespräch gut vorbereitet. Was ich Ihnen auf jeden Fall, wovon ich Ihnen abraten möchte, sagen wir es lieber so, dem Journalisten keine Antworten zu geben. Denn nicht zu kommunizieren ist wirklich eine ganz, ganz schlechte Lösung heutzutage. Damit schaden Sie sich oder Ihrem eigenen Unternehmen. Denn auch aufgrund von Social Media dringen so viele Informationen heute so viel schneller nach draußen. Und wenn der Journalist von Ihnen keine Antwort bekommt, dann können Sie davon ausgehen, dass er jemanden anders ansprechen wird, der ihm eine Antwort geben wird. Und die Antwort mag Ihnen gefallen oder mag Ihnen nicht gefallen. Deswegen meine ganz klare Empfehlung, behalten Sie Kommunikationshoheit, die Kontrolle. Deswegen stehen Sie im Kontakt mit dem Journalisten. Sagen Sie ihm zu, dass Sie ihm schnell antworten werden. Es ist auch fair enough, wenn Sie sagen, ich kann Ihnen diese Frage zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beantworten. Ich werde aber auf Sie zukommen, sobald wir diese Frage beantworten können. Der Journalist hat dafür Verständnis. Er weiß selber, wie die internen Prozesse sind, die Prozesse an sich laufen und dass Kommunikation zum falschen Zeitpunkt oft für viele Beteiligte, inklusive der Journalisten, nicht immer vorteilhaft ist. Ja, dies wäre meine Empfehlung an Sie, wie Sie jedes Interview sicher meistern. Und wenn Sie ansonsten noch Fragen haben, wie immer, kontaktieren Sie uns jederzeit gerne. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, hoffe, die Tipps waren ein bisschen hilfreich und freue mich schon auf einen weiteren Austausch. Machen Sie es gut. Ihre Claudia Böhnert. Tschüss.